Gute bei meinem Barbecue. Heute zeige ich euch mal meinen Grill und auch das dazugehörige Zubehör. Vorab möchte ich nur dazu sagen, ich werde hier nicht gesponsert oder sonst was. Das ist alles selber bezahlt, zum Geburtstag geschenkt bekommen. Aber auf jeden Fall kein Sponsoring oder sonst was. Wir fangen mit dem Grill an und gehen danach zum Zubehör. Und da zeige ich euch erstmal den Grill. Ja, das ist der Weber Spirit 330. Der hat im Prinzip drei Hauptbrenner. Das sind die hier plus eine sogenannte Sear Station. Ja, bei den neueren Modellen heißt es Sear Zone. Ja, das sind im Prinzip drei Hauptbrenner plus man hat dann zwischen den beiden Brennern, die sind genau so geschaltet, auch in der Mitte noch einen vierten Brenner, um einfach Steaks richtig heiß anzubraten, zu grillen, dass man da auch schöne Röstaromen und Grillmuster drauf bekommt. Ja. Beim neueren Modell, beziehungsweise gibt es auch eine Edelstahl-Variante, ist dann der Griff nicht aus Kunststoff oder aus so einem Hartplastik, wie man es auch immer nennt, sondern da ist auch ein Edelstahlgriff. Und so sieht der Grill dann von innen aus. Ich habe jetzt die Variante mit den Gussrosten, oben drüber ein Ablagerost mit einem Edelstahl. So, es gibt dann auch noch hier das mit dem Kreuzmuster. Das ist bei mir standardmäßig nicht dabei, muss man noch dazu kaufen. Da unten drunter sind dann entsprechend die Flavor Bars und die vier Brenner. Was bietet der Grill noch? Wir haben hier noch einen Seitenbrenner. Ja, den benutze ich persönlich ganz selten nur. Ja, so, unten haben wir noch theoretisch gesehen die Möglichkeit, eine Flasche reinzustellen. Aber was ich eigentlich optisch schöner finde, ist die Flasche hier hinter der Verblendung an der Seite draufzustellen. Das hat auch, glaube ich, nur der 330, der 310 und der 320 haben das nicht. Könnte man aber optional auch dazu kaufen. Würde ich auch jedem empfehlen, weil einfach die Flasche damit schön verpackt ist. Ja, das soweit zum Grill. Dann kommen wir jetzt zum Zubehör. So, das ist das Zubehör, was ich mir nach und nach für den Weber Spirit gekauft habe. Vielleicht zur Info, bei meiner Schwiegermutter steht der Weber 310. Deswegen habe ich mir auch den gleichen Grill dazu gekauft, dass man einfach, wenn ich mal hier grille oder bei meiner Schwiegermutter, dass ich immer die Sachen gleich zusammen nutzen kann. Ja, ich hole euch aber ein bisschen näher ran und erkläre euch dann auch gleich auf dem Grill die einzelnen Sachen. So, ich fange mal an mit meinem Dutch Oven. Da habe ich mir den Halter gleich mitgekauft. Das ist im Prinzip ein gusseiserner Topf von der Firma Petromax. Ich habe jetzt den FT6 ohne Füße. Ja, warum ohne Füße? Der passt hier wunderbar rein, steht auf den Flavor Bars auf, ja, und man kann ihn einfach, ja, perfekt da rein nutzen, stellen. Ja, gibt vielleicht auch andere Anbieter, die ihn auch passend anbieten, das weiß ich aber nicht. Für mich war der einfach preis-leistungstechnisch am idealsten. Und man kann halt auch schön, also passt wie gesagt hier wunderbar rein. Man hat, kann auch den FT9 nehmen, der ist nochmal ein paar Zentimeter größer. Ja, was ich halt auch gut finde ist, man kann den Deckel nehmen und hier wunderbar als Pfanne nutzen. Ja, bei dem neuen Grill ist das GWS-System auch ein bisschen weiter links. Ja, man könnte jetzt theoretisch gesehen hier die Flex nehmen, drei Reiterchen rausschneiden, dann hätte man es genau über dem, über der Sear Station. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Mal gucken, ob ich es mache. Das ist mein Dutch Oven. Kommen wir zum Pizzastein. Da habe ich jetzt einen ganz einfachen genommen aus einem Supermarkt, den der im Angebot hatte. Ja, der tut, was er tun muss. Er macht seine Temperatur, die hält er aus bei 400 Grad, er platzt nicht. Ja, was ich immer noch mache, ist hier vom IKEA die Halter, die man ja für Rippchen oder sonst was nimmt. Die lege ich im Prinzip noch unten drunter. So, da lege ich dann unten drunter. So, dadurch habe ich dann eine Erhöhung. Ja, und das passt dann auch wunderbar rein. Schwupps. Und dadurch liegt die Pizza einfach noch mal ein bisschen weiter oben. Ja, nicht hier unten. Ja, hat einfach den Vorteil noch mal, dass wir alle Brenner wirklich anmachen können. Wir eine schöne Oberhitze haben, weil die Hitze sich am Deckel entsprechend befindet. Und wir können super eine Pizza überbacken. Muss aber da auch nichts Teures sein. Darüber streiten sich ja die Gemüter, ob es ein Stein sein muss. Der muss dicker sein, dünner sein. Ich habe den, wie gesagt, aus dem Supermarkt. Hat um die 10 Euro gekostet. Reicht mir voll und ganz. Kommen wir zur Plancha.
Ich habe jetzt hier eine Edelstahl-Variante, die könnte einen kleinen Ticken breiter sein, aber wenn ich den Rost rausmache, passt die sich genau auch hier rein. Das heißt, der Deckel geht zu, ist alles wunderbar. Was braucht man am besten für eine Plansche noch dazu? Natürlich ein bisschen Werkzeug. Da gab es beim großen Fluss so ein Dreier-Set mit drei unterschiedlichen Kellen. Wer möchte, kann mich gerne anschreiben oder unten in den Kommentaren fragen. Dann verlinke ich es gerne hier. Finde ich sehr hilfreich. Ja. Muss dazu beim Schweden noch so eine kleine Glocke gekauft. Gerade für Burger zum Überbacken bzw. Käse schmelzen lassen. Ideale Geschichte. Ja, Edelstahl. Es gibt da noch Guss. Ich habe mich für Edelstahl entschieden, weil ich einfach sage, die wird schneller heiß. Ja, braucht nicht so viel. Die verbraucht schneller die Hitze in der Relation zu Guss, aber ist okay. So, dann haben wir hier unseren Drehspieß, der ist von der Firma Santos. Da lohnt sich natürlich nur, wenn man irgendwie Hähnchen, Enten, Rollbraten oder ähnliches macht. Ich mache es eigentlich relativ gerne. Ja, ich mache es eigentlich dafür viel zu selten. Aber es gibt halt wirklich nichts Besseres. Ideal, dann hier die Roste rauszunehmen, eine Konzesschale runterzustellen oder irgendwas zum Aufhang, dass der ganze Klumpatsch nicht unten reinfällt und das Fett nicht so verbrennt. Super Sache, kann ich nur empfehlen. Ich habe jetzt keinen Vergleich zu einem originalen Drehspieß von der Firma Weber, aber ich bin mit dem deutlich zufrieden. Macht mir Spaß, wunderbar. So, jetzt kommen wir nicht direkt zu Grillzubehör, sondern Zubehör, was ich sonst noch so habe. Gute Grillhandschuhe, gerade wenn man im Dutch Oven arbeitet oder auch einen Drehspieß rausnimmt, macht das Sinn. Müssen für mich auch nicht die teuersten sein. Dann habe ich hier noch für den Gussrost entsprechend eine Drahtbürste. Ich habe mich extra für so entschieden, weil man da richtig schön Druck auch auf den Rost drauf bringt. Dann habe ich hier noch eine Grillzange. Für mich war es wichtig, dass es halt eine große Auflagefläche hat, dass man auch mal einen Burger schön drehen kann. Ja, die ist jetzt von der Firma Breuke. Ja, muss man für sich halt einfach entscheiden, weil wenn sie ganz offen ist, ist die schon sehr, sehr groß, wenn man nicht ganz so große Hände hat. Ich mache sie immer so auf halbe Stufe, das reicht mir. Ja, aber finde ich eine super Zange. Ein Brett, glaube ich, braucht man auch immer zum Grillen. Habe ich jetzt auch eins vom Schweden, das reicht mir. Und dann habe ich hier noch ein Funkthermometer, das geht mit Bluetooth, ja, reicht mir völlig aus. Ist von der Firma Inkbert mit zwei Fühlern, wunderbar für meine Gerichte, die ich habe. Ja, das war im Prinzip mein Grill, mein Weber Spirit 330, inklusive meinem Zubehör. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr Fragen habt rund um den Grill, ja, schreibt mir gerne in die Kommentare. Vielleicht noch zur Info, ich habe den Grill jetzt seit guten 3 Jahren. Bin super zufrieden, der ist super vielfältig. Mir fehlt es eigentlich an nichts, weil ich habe mir jetzt dazu noch einen Beefer gekauft, beziehungsweise habe den geschenkt bekommen, dazu auch noch den kleinen Portland zum Smoken. Also in der Summe bleibt es nicht dabei bei einem Grill, aber als Einstieg ein super Gerät, super geiles Teil, macht mir echt Spaß. Ja, folgt mir gerne auch auf Instagram bei mein.barbecue, schaut gerne mal vorbei. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Herbstzeit. Bis bald, euer Mein Barbecue.